So. Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. So, probieren wir es. 21, 22, das dürfte schon mal gehen. Ich hoffe, ihr habt Ostern alle einigermaßen überlebt. Auch mit positiven Vorzeichen, nicht nur auf der Waage, so wie es ja bei den meisten dann immer das böse Erschrecken gibt, den ersten Tag danach. Oh Gott, dann verflucht man dieses Ding und versteckt es wieder irgendwo ganz weit. Wir werden heute mal versuchen, richtig genau, Weihnachten kann kommen, auf geht's. Wir werden heute ein bisschen was umbauen, aber dazu gleich mehr. Start wie immer. Wer will heute lesen? Müsst eh ein bisschen zusammenrücken, das wird heute verdammt eng hier. Zumal der eine oder andere wahrscheinlich sogar übers Wochenende verpennt hat, irgendwie seine Anmeldung zu machen, ne, Wolfgang? Die letzten werden die ersten sein. Also wir müssen ein bisschen zusammenrücken, es wird eng, die Hütte wird langsam ganz schön voll hier. Wer will vorlesen von euch? Oder auswendig aufsagen? Ist ja schon der ein oder andere dabei, der den Text wahrscheinlich schon auswendig kann. Alle in diesem Seminar oder Webinar getroffenen Aussagen dienen ausschließlich der Information der Teilnehmer, sind keine Empfehlung oder Aufforderung, Börsengeschäfte jeglicher Art zu tätigen. Jegliche Geschäfte mit Aktien, Renten, Investmentfonds und insbesondere mit Derivaten unterliegen dem Risiko, das eingesetzte Kapital vollständig verlieren zu können oder sogar Kapital darüber hinaus. Es besteht Nachschusspflicht, wenn das vorhandene Kapital nicht ausreicht. Über spezielle Risiken der jeweiligen Anlageform muss sich jeder Webinar- oder Seminarteilnehmer selbst von einem Anlageberater individuell beraten lassen. Eine Haftung für eingetretene Verluste von Börsengeschäften, die Teilnehmer auf Beispiele Aussagen dieses Seminars, Webinars beruft, weder vom Dozenten noch von Folgex ProSystem noch von deren Partnern oder Führungsgehilfen übernommen. Übrigens gelten Lizenzbestimmungen und AGBs von Folgex ProSysteme. So, das war's. Ich wünsche euch noch eine schöne Nach-Osterzeit. Wir sind ja mit dem Thema durch, oder? Was tut sich oder was hat sich getan? Bei mir, wie man sieht, bin ich leider noch in der Cloud und die Cloud hat immer noch ein Bug. So dass wir den Store hier immer noch nicht zur Verfügung haben. Ups, hier kam noch tatsächlich einer mit einem aufgeschalteten Mikro rein. Müssen wir noch mal gucken, wer sich hier reingeschlichen hat. Upp, hat sich selbst schon weggedrückt. Rolando aus der Schweiz. Also, ihr findet in dem Store seit heute unser MultiPro FX. Muss ich nur gucken, wo ich den Store finde. Bup, 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 bup. Ist ja immer nicht so ganz einfach. Für mich jedenfalls. Aber Christoph wird ihn ja vielleicht mal suchen. Mein Store auf der WHS-Seite suchen. Und dann schauen wir uns das Ding mal an. Also, wer hat es ja in den, pop, wir wollen ja den Handel nicht vergessen. Hätte ich beinahe. Hier, das Tief, unseren Zielbereich,
Das erste Mal angelaufen, ganz kurz. Das zweite Mal mit einem Spike nochmal durch, wieder Retour, wieder rein. Auf geht's. Short-Signal hier aufgehoben. Das machen wir zuerst und dann kümmern wir uns um den Store. Short-Signal hier aufgehoben. Wer weiß, wie Euro Pro funktioniert, wer sich das schon ein bisschen näher reingezogen hat, hat hier schon die erste Chance genutzt. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Bewegung, Korrektur, das letzte Hoch der Abwärtsbewegung haben wir hier. Das ist hiermit kaputt, spätestens hier, auch mit Musik. Wir kriegen kein neues Tief mit dem Schlusskurs. Bewegung, Korrektur, da drüber, Long bei 28. Wer hat es genommen? Wer ist da dabei? Mein Zielbereich liegt bei 23,7, mein lieber Georg. Das kann am Commission-Based liegen und am Spread basiert. Es wird wieder aufgezeichnet. Wir zeichnen fast alle Webinare auf. Aber schön, dass mal einer wenigstens mal dran denkt und uns mal daran erinnert, weil manchmal vergessen wir auch, aufs Knöpfchen zu drücken. Das heißt, Einstieg nach Regelwerk. Mal gucken, ob einer von unseren Profis, ups, da dabei ist. Da. Kein Alarm. Da. Da gehört die Order hin. Alles klar. Da gehört die Order hin und die Stops gehören inzwischen hier unten auf die 33. Das heißt, der erste Einstieg wäre die Möglichkeit bei der 29, bei der 30 in diesem Bereich. Und hier unten drunter gehört, bei der 33 gehört dann der Stop hin. Hier kommt das Alarmzeichen, was sogar mitspielt. Demnach wäre hier bei 39 oder bei 40 der Einstieg, wenn man auf das Signal wartet, wenn man erst mit den akustischen Signalen einsteigt, dann da rein. 39, 40, dann ist man jetzt gerade 4, 5 Punkte vorne. Ziel wäre hier oben die 54, wären aber auch 13, 14 Punkte, die dem Tagesziel entsprechen. Und in den Kalender zu gucken, richtig. Guten Morgen, Hartmut, Urlaub beendet. So, für den Kalender benutzen wir unsere Seite. Termine, Wirtschaftskalender. Und wir gehen auch heute gleich auf den Dienstag. Sonst ist immer noch Feiertag. So, die Australier sind durch. Wir haben ein bisschen was in England und ansonsten ist heute Ruhe im Schiff. Außer 9.55 Uhr, 9.50 Uhr, also 10 vor 10, bisschen was. Ich glaube auch, wir haben mit den Griechen heute und morgen genug zu tun. Da haben wir genug zu kämpfen.
Okay. Stop. Hier in diesem Fall, egal ob man jetzt hier danach eingestiegen ist, die müssen noch eine Weile aushalten. Stop gehört jetzt auf jeden Fall hier drunter. Spätestens hier oben an dem Zielbereich sollten wir reagieren. Und wir haben es 7:58 Uhr, noch eine Minute bis 8 Uhr. Den 8 Uhr Spike könnte man eventuell vernünftig nutzen. Komm, auf geht's hier. Eine Minute und dann soll der eventuell sogar mit einem Spike hier oben enden. Und dann gucken wir uns die Großwetterlage mal ein bisschen an. Wupp, ich habe vergessen, meine Gruppe freizuschalten am frühen Morgen. In 30 Sekunden noch bis 8 Uhr. Wir haben ja auch über den Freitag und gestern die Non-Farm Payrolls, das gucken wir uns gleich mal an, dass die nun gerade auf den Karfreitag fallen, ist ja nun selten genug. Die Jungs, die hier unten rein sind, bei 28, jetzt Stop auf 37, am wenigsten ihr Stop auf 10 Punkte gezogen. So. Acht Uhr. Das war's. Diese Position ist raus. Für die, die hier oben sind, leider mit einem kleinen Verlust. Die hier unten rein sind mit 10 Punkten. Warten wir das Szenario ab. Damit können diese Marken raus. Ufbas, wir gucken uns mal diese Position an. 50% Rücklauf bis an die 31 möglich und dann werden die Karten neu gemischt. Und dann gucken wir uns mal die Großwetterlage an. Die Korrektur ist jetzt sehr ausgefallen, aber es liegt natürlich auch an der 8 Uhr. 8 Uhr haben wir in der Regel. So, hier hat jemand keinen Ton. Dann muss er wohl mal neu starten, sonst wird das wohl nichts. Kleines Gap bei 49, jo. Wichtig ist, dass unsere Zielbereiche in der Regel hier auch sauber abgearbeitet werden. Das heißt, wenn er hier die Kante hier unten zweimal ganz kurz geschnappt hat, dann sollte er auch als Ziel das da oben nehmen. Wir werden uns heute Nachmittag mal um den Store kümmern.
Sehen wir jetzt heute Vormittag noch ein bisschen zurücklaufen lassen, zurückstellen, weil im Store kann ich es jedenfalls noch nicht finden. Wir haben gestern aber eine Mail rausgeschickt, das ist heute, ich weiß, wir wollten über Nacht den Store aktualisieren, also wird es wahrscheinlich heute im Laufe des Tages erscheinen. So, jetzt heißt es hier UFBAS. Jetzt in diesem Bereich sollten wir sehen, wir haben hier Bewegung, Korrektur. Das hier werden wir schon als Korrektur. Und jetzt sollte er ein neues Hoch machen, um uns auch ein sauberes Setup zu geben. Wir werden euch wahrscheinlich heute eine Mail schicken, sobald das MultiPro FX Andreas H., ja, habe ich. Der DAX darf laufen bis an die 12.1, 12.1.30. So, jetzt sind wir hier im Bereich, genau da, wo das Zünglein an der Waage jetzt, dieser Bereich. In der E-Mail steht am 9.4., dann wird es wohl übermorgen dann scharf geschaltet. Wir hatten da noch ein, zwei, drei kleine Bugs drinne, die ausgeräumt werden müssen oder mussten. Ich weiß nicht, ob die Jungs das gestern geschafft haben. Immerhin hatten die ja gestern zum Teil auch Feiertag. Das werden wir uns angucken. Ob die Bugs ausgeräumt worden sind. Wenn nicht, machen sie es heute und morgen und dann wird es wahrscheinlich morgen Nacht eingespielt. Für die, die MultiPro FX buchen wollen, bitte nach erfolgter Buchung eine Mail zu uns, damit wir euch das Handbuch zuschicken können. War der Einstieg 8.03 Uhr, also so mal als Regelwerk, dass wir sagen, wir halten uns in der Regel von 8 Uhr bis 8.05 Uhr bedeckt. Das hier war kurz vor 8, das war kurz nach 8. Wir müssen uns bewusst sein, wenn wir uns den Haupttrend angucken, die Long-Position hier unten nimmt Bezug auf unsere Zielbereiche. Okay, das sind die Jungs, die schon eine ganze Weile bei uns handeln. Wir haben, seitdem, wenn wir nur diesen Bereich nehmen, bewegen wir uns in diesen Wellen abwärts. Demnach befinden wir uns hier immer noch in der Korrektur. Diese Korrektur hier ist sehr weit gelaufen. Upp. Habe ich übersehen? Sorry, auf den Punkt bis an die 76. Demnach bewegen wir uns hier abwärts. Hier haben wir die Korrektur. Jetzt ist das Tief. Die Jungs, die Position hier aufgrund von den Zielbereichen gehandelt haben, ist ja nicht schlimm. Aber Alexander, ich glaube, du hast das Handbuch sauber gelesen.
kommt auf einmal mit zu viel Sachen beschäftigt. Wenn wir das hier als die Bewegung nehmen, ist das hier die Korrektur. Demnach haben wir das letzte Hoch der Aufwärtsbewegung hier um 8 gebrochen. Und dann kann man hier um 36 Short gehen ohne Alarm. Also Christoph mir da jetzt recht gibt, weil er hat die Long-Position vorhin noch bemängelt. Aus dem gleichen Grund? Was? Okay. Was dagegen spricht, ist die Uhrzeit. Und das ist genau das Problem, dass wir morgens oft das Problem haben, hier, wenn wir uns nach den Zielbereichen richten, so wie hier, müssen wir früh rein. Ich weiß gar nicht, ob da einer dabei war. Hier sagt kein Schwein was. Georg oder Rolando oder Stefan J. oder... Schlafen alle noch. Also, übergeordnet, damit wir auch die ganzen Neuen erwischen, die hier wissen wollen, was wir machen. Bitte dazu mal von letzter Woche Donnerstag die Webinare anschauen. Da wird sehr viel erklärt. Wenn wir das hier als die Bewegung im Haupttrend nehmen, und dazu nehmen wir uns jetzt mal einen übergeordneten, mal gucken, was wir hier so finden. Können wir unsere 5 Minuten nehmen. Für die Jungs, die ja short drinne sind, auf was? 5 Minuten. Wir sind seit gestern, seit der 1.10.40 oben oder 36 oben, seitdem bewegen wir uns sauber abwärts. Demnach war das hier über die ganze Nacht eine schöne Korrektur. Hier hat er den nächsten Schwung genommen. Das hier war die Korrektur von der Bewegung, von der Gesamtbewegung, das die Korrektur. Wenn wir das als Korrektur nehmen, haben wir hier Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung. Hier war noch immer ein neues Hoch, also ist das hier die Bewegung. Und hier fängt sich das Blatt an zu drehen. Hier geht's Richtung Süden, alle Tiefs durchschlagen. Gut, dass wir dann, deswegen gehört da auch der Stop hin. Dann hier die Korrektur und dann geht's hier darunter bei 35 wieder Short. Jetzt gehört der Stop auf jeden Fall bei 35. Sind 17 Punkte bis zur 18. Wo waren wir im Tief? Knapp sogar die 20. Jetzt gehört der Stop auf jeden Fall Break-Even. Ich habe sie nicht gehandelt. Wenn diese Position für mich ausschlaggebend wäre, gehört mein Stop jetzt auf die 30, irgendwie 4-5 Punkte in den Gewinn für die Shorties. Alexander, wenn du Short bist, würde ich meinen Stop jetzt genau in diesem Bereich platzieren. Der eine war Kaffee holen und der andere war am Telefon. Super, weil bei dem kommt der Kaffee nicht von rechts. Es geht darum, ob ihr die Long-Position an dem Zielbereich hier unten heute Morgen mitgenommen habt, ob ihr die Long gehandelt habt oder ob hier einer von euch schon geschortet hat in diesem Bereich oder ob ihr noch im Osterschlaf seid. Oder ob ihr vom Winterschlaf direkt gewechselt habt in die Frühjahrsmüdigkeit. Das hier ist eine saubere Geschichte. Jetzt kann der Stop hier auf die 22. Viel komfortabler kann man jetzt nicht handeln. Wenn die Kerze zu Ende ist, haben wir ein neues Tief. Hoffe ich. Wer hier oben bei der 35 rein ist, den Stop hier drüber auf die 22 bei 12, 13 Punkten Tagesziel. Und dann kann man den lieben Gott einen lieben Mann sein lassen. Wir gucken im... Da.
Da sehen wir, gestern hat er ganz kurz diese Hochs rausgenommen, ganz kurz nochmal hier rüber gespiked und bewegt sich hier abwärts. Das heißt, die Long-Position vorhin, die wir hier auf dem Deckel hatten, war gegen das Regelwerk von Euro Pro. Aber für die Jungs, die das Seminar besucht haben, die wissen, was sich hier in diesem Bereich ganz gerne abspielt, gerade nach dem Doppelboden hier, ist eine Long-Position gerechtfertigt. Nach Regelwerk Euro Pro und nach dem übergeordneten Chart, gucken wir uns den nochmal an. Sehen wir hier ganz klar wieder eine Abwärtstrenddefinition. Und wenn ich mir es jetzt hier angucke, ich mache es mal ein bisschen größer, haben wir sogar fast den Rücklauf bis ans Ausbruchslevel, auf jeden Fall bis an die alte Trendlinie bei 40 geschafft. Und diese Trendlinie, die ist schon etwas älter. Aber wir sehen, was sie für eine Wirkung hat. Die kommt noch von der 1,14 hier oben. Nach diesem Doppeltop im Mitte Februar. Aber wir sehen die Wirkung. Georg ist jetzt short. Das sind die Sachen, die uns manchmal zur Verzweiflung bringen, die wir ausharren müssen. Bewegung, Korrektur und erst hier kommt das Alarmzeichen. Also der Alarm konnte nicht früher kommen. Kauf schließen und Leerverkauf, beides auf einer Kerze, sind auch meistens die besten Alarme, die sichersten. Aber nach Regelwerk der Einstieg hier, da die Alarme, die wir hier haben, in 5 Minuten produziert haben, muss er warten, bis er die 5-Minuten-Kerze fertig hat. Eher konnte er keinen Alarm produzieren. So ist das nun manchmal mit der Technik. Und dann sieht man eben diesen Schwung hier weglaufen. Und wenn man hier den Alarm hat, hat man erst hier die Möglichkeit, sich überhaupt einen Einstieg zu suchen. Danach hat man nur eine Chance. Da rein, wenn man die Stop-Order hinterherführt, so wie wir das ja machen sollen, bei 19 den Stop über die 2, oben drüber, über das Hoch, über die 22 und dann Hop oder Top. Man kann es probieren, obwohl der Move von 44 bis 16, also die 30 Punkte schon mal nicht ganz ohne ist. Das ist früher mal eine Bola gewesen vom ganzen Tag, 32, 33 Punkte. Das macht er heute mal ebenso in 6, 7 Minuten. Gucken wir mal, was uns erwartet nach unten. Schönes Strickmuster, ne? Erstmal könnten wir wieder Richtung 105, 104. Die 8,62, das wären jetzt noch 50 Punkte nach unten. Wenn die brechen, die Marke solltet ihr euch irgendwo auf den Zettel schreiben, wenn die Marke hier unten kaputt geht, dieser Bereich 1,0850, wenn er diesen Bereich hier durchschlägt, sollten wir sogar ziemlich zügig die 100 Punkte Richtung 1,0740 machen. Da dürfen wir auch Gas geben. Den ersten Schwung unter der 10, 10. Warum? Wir
sagen immer, wir wollen gucken, was die anderen Händler machen, was tun sie, wo tun sie das und wenn sie das tun, was hat das für eine Auswirkung und diese Auswirkung, wie kann ich mir die zunutze machen. Die 4-Stunden-Händler haben hier den ersten Doppelboden, den sie hier mit der Kerze durchschlagen und wir sehen noch, was hier für eine Musik reingekommen ist. Dann kommt da die Korrektur. Und zwar seit gestern, gut, wir waren in Europa auch ein bisschen gehandicapt, durften ja nicht. Wenn wir hier nach unten durchschlagen, haben wir ganz klar eine Abwärtstrenddefinition in den übergeordneten Charts, die Jungs ein bisschen beschleunigen dürften. Im Stundenchart nehmen wir den mal mit. Gleiches Spiel logischerweise, nur aufgedröselt. Wir haben hier ein neues Hoch. Wir haben hier zwar ein neues Tief, aber wir haben immer noch die Chance, dass er auch hier wieder ein neues Hoch macht. Damit ist der Aufwärtstrend hier noch nicht kaputt, nur weil er hier ein neues Tief gemacht hat. Gucken wir uns die letzte Long-Bewegung an. Auch wenn die außerbörslich am Karfreitag war, dann bewegen wir uns hier genau dem gleichen Level und wir erkennen, dass der Markt auch relativ unsicher ist in diesem Bereich. Wir laufen so wie vor einem 1 Minuten auch sogar an die 23,6 oder 76,4. Das heißt, die 61,8 hat im Moment nicht diese Relevanz, sondern wir laufen sogar bis an die 76,4. Die Jungs, die hier short sind, dürften raus sein. Den nehmen wir weg. Ne, Georg? Die hier dürfen zurücklaufen bis an die 30. Schauen wir an, wie weit er das jetzt tut. Gesamtbewegung von 8 Uhr. Darf er sogar zurücklaufen bis an die 33. Wer sich hier den Einstieg genommen hat, die paar Leute, die das getan haben, wer sich hier den Einstieg genommen hat, ich würde ihn nicht zurücklaufen lassen bis dahin, sondern hier gehörte der Stop über die 22. Damit ist nämlich der Abwärtstrend, den er hier aufgebaut hat, kaputt. Jetzt gucken wir uns mal in 5 Minuten die Korrektur an. Die ihn nur kräftig macht. Da haben wir genau das gleiche. Bewegung im übergeordneten Chart hier die Umkehrformation, deswegen der Stop hier über die 22, was genau diesem Hoch hier auch entspricht. Ist nur schade, dass er jetzt so eine Position oder so eine Bewegung in einem Rutsch durchmacht und uns nicht mal irgendwo eine Trenddefinition gibt. Das heißt, wir müssen an der Seitenlinie stehen bleiben. Auch das zählt zur Disziplin. Mal nichts tun. Wenn er jetzt in diesem Bereich bremst, den hier nehmen wir raus, dann diese Bewegung um 50% korrigiert,
Heißt es aufpassen. Ansonsten haben wir jetzt Bewegung, Korrektur. Er kann noch zurücklaufen bis zur 33. Das heißt, wir müssten dann unter der 24 aufpassen, ob wir da in diesem Bereich wieder nachher einen Euro pro Set abkriegen. Moment, Bewegung, Korrektur. Jetzt leitet er gerade die nächste Bewegung ein. Du bist long. Ich hätte jetzt in dem Fall noch die Füße stillgehalten. Christoph sagt mir gerade, dass er eine Long-Position platziert. Er ist ja ein bisschen mutig, der Junge. War ja auch, als ich jung war. Dann pass auf an der 33. Long-Position, wer so mutig unterwegs ist, Stop auf die 24, Ziel nach dem, was nach unten gelaufen ist, würde ich oben erweitern, wenn wer mit dem Take-Profit arbeitet und wirklich Long überzeugt ist, würde ich von der, wir haben vorhin gesagt, die 54, Ziel nach oben würde ich erweitern auf die 67. So, jetzt muss ich mal gucken, ob Jens hier ist. Unser Jens. Oh. Da ist er. Wir haben dir gerade eine Mail geschickt, weil wir manuell versucht haben, was mit dem Tool zu ändern. Ah, alles klar. Vielleicht kannst du mal einen Blick drauf werfen. Übrigens ist dieses Tool der Hammer. Dieses Tool, was wir in dem 700. in dem Jubiläumspaket zum 700. drin haben, die Kontoauszüge auszulesen, ist echt der Hammer. Ich habe angefangen, eine Kurzanleitung dazu zu schreiben. Die wird bis zum Wochenende auch auf der Homepage hochgeladen sein, damit man auch genau weiß, wie man das benutzt. Also das Ding zu benutzen macht richtig, richtig Spaß. Sauberer kann man schon seine Kontoauszüge gar nicht mehr auslesen. Das Ergebnis seht ihr bei uns auf ufbas.de, so wie wir unsere Kontoauszüge auslesen. Die Tabellen, die da drauf sind, machen wir jetzt nur noch mit diesem Tool. Wo kann man das erhalten? Wir haben hier Wissen, Mediathek, Downloads und hier ist das Jubiläumspaket und da ist das Money Management Tool auf Englisch. Dauert wohl noch ein bisschen, bis wir es auf Deutsch kriegen und da ist das Tool für die Kontoauswertung. Das ist aber die Version 1.8.2. Das sollten wir heute noch ersetzen. Mit der 192. So, für die Jungs, die long unterwegs sind, auch ohne Alarm,
Hier hat man ein schönes Zeichen und jetzt sind wir genau an dem Ziel. Jetzt gehört der Stop hier unter die 25. Wer hier bei 27 oder so rein ist, ein Stop auf 25,5, so in diesem Bereich. Er ist mit ein, zwei Punkten Risiko dabei, das ist überschaubar, das geht. Achso, Jens weist gerade darauf hin, dieses Tool geht nur mit Währungen, nicht mit CFDs. Also für die Währungshändler, alles gut. CFD, DAX, Dow Jones, ETC, dafür ist es nicht geeignet. Ich bin jetzt mal ganz frech und sage, noch nicht. Noch nicht. Stops hinterher. Und jetzt hat er dieses Hoch hier auch genommen. Jetzt würde ich auch den Stop sogar schon auf die 30 ziehen, um das Risiko rauszunehmen. Der Foschi ist leicht verspätet auch da. Ja. Ab morgen bitte Entschuldigungszettel, mit Entschuldigungszettel von deiner Mama. Sonst fegst du heute das Klassenzimmer. So, Rücklauf. Kann allerdings jetzt bis an die 29 in diesem Bereich, wenn dann unsere Wolke kommen sollte. Wer vorsichtig, wer nach Regelwerk, nach 1, 2, 3, nach Michael oder nach Joe Ross handelt, muss sein Stop hier unten 24, 25 liegen lassen. Wer vorsichtig ist, sollte sein Stop unter dieses letzte Hoch, unter die 30 ziehen. Du bist raus. Hm? 7,5 Punkte. So. Christopher hat 7,5 Punkte, können wir frühstücken gehen. Wir sehen jetzt, wie schwer es ist. Der 5 Minuten ist noch komplett auf Short gebürstet. Kein Wunder nach dem Abfuhr. Nach der Rutsche, 30 Minuten Chart, Hangman, okay. Könnte Short gehen, ich glaube, ja könnte, ja. Über der 38 kann man ein bisschen hoffnungsvoller oder ein bisschen optimistischer als Longy aus der Wäsche schauen, dass wir den Bereich hier oben 65 bis 70 anlaufen werden. Dazu muss er jetzt durch die 39. Ja, Frankfurt findet statt am Freitag. Aber ich glaube, Anmeldungen für Freitag in Frankfurt am Main sind, glaube ich, nicht mehr möglich, wenn mich nicht alles täuscht. Achtung, die 5-Minuten-Kerze. Die allerdings noch 2,5 Minuten läuft, aber die bastelt uns hier, so wie es aussieht, denn wenn sie hier drunter schließt, unter der 29 bastelt sie uns ein sauberes Engulfing. Das könnte wehtun. Was guckst du? Da.
Wie gesagt, in 5 Minuten baut er uns den Galfing. So, das mahnt jetzt zur Vorsicht. Diese Kerze geht nach 1,5 Minuten. Wenn wir uns jetzt hier nach Euro pro Bewegung, Korrektur und jetzt hier drüber einstoppen lassen wollen, über diese Kerze, ja, stellen wir uns womöglich gegen die 5 Minuten. Wenn ich dieses Bild jetzt sehe und ich mich hier einstoppen lasse, long, würde ich dies tun, aber mit kleinerer Positionsgröße. CMC, Volker. Mit CMC-Leuten rede ich nicht. Ich bin überhaupt nicht im Hotel in Frankfurt, weil ich habe morgens hier noch stramm zu tun und fahre dann mit dem Zug und fahre auch nachts mit dem Zug wieder zurück. Kein Hotelbesuch. So, jetzt kommt ein Kaffee von rechts, glaube ich. So, und jetzt haben wir genau das, was wir befürchtet haben. Zwar kein Engulfing, aber eine saubere Umkehrkerze. Und jetzt werde ich noch mal gucken, was mein Freund Rolando, stellen wir den mal um. Auf. Auf 30 Minuten. Na komm. Und da haben wir den Gehängten, den er meinte, wo er sagte, wir gehen das Risiko, dass wir wieder Short gehen. Was nach Trenddefinition hier auch funktionieren kann. Christoph hat die Chance sauber genutzt und ist auch rechtzeitig wieder ausgestiegen. So ist es eben, wenn man konzentriert handelt und sich nicht um andere Sachen kümmern muss. Bewegung, Korrektur, da dreht das Ding. Erstes Ziel erneut an der 23. Und wieder genau die gesamte Bewegung bis an den 76er Bereich. Nicht an die 61. Genau in diesem Bereich wieder sauber gebremst. Der Karl ist auch schon wach und jetzt ist sogar Stefan da, der jetzt short ist. Ja, warum short? Das sind die Leute, die aus dem nackten Chart handeln.
die vor Jahren, wer das 700. Webinar sich mal genau angeschaut hat, der hat wahrscheinlich auch die Beiträge von Rolando oder von Stefan oder so gehört, die teilweise viel aus dem nackten Chart machen, die über das Regelwerk von Europro ihren Einstieg in den Handel aus dem nackten Chart auch gefunden haben. Und nur einfach nach Trenddefinition aus dem nackten Chart ihre Position platzieren. Vor allen Dingen, hier haben wir ein neues Tief. Hier haben wir die Umkehrformation. Das hier ist die saubere Korrektur bis in diesen Bereich hier dazwischen. Jetzt wird unser Hintergrund rot. Und mein Freund Mike hat mir letzte Woche irgendwo so geschrieben, er nutzt genau diese frischen Schnitte. Jetzt haben wir genau das Problem. Entweder schneiden die sich jetzt, dann geht es mit Schmackes bergab, oder unsere Einstiegslinie, unsere Trendlinie berühren sich jetzt nur ganz kurz und dann kriegt das Ding jetzt einen richtigen Schub nach oben. Und da haben wir ihn schon. Demnach dürften unsere Shorties raus sein. Wenn man dieses Spiel handelt und das auch nur nach diesen Möglichkeiten handelt, die man hier hat, um nach 1, 2, 3, nach Ross oder so zu handeln, dann hat man ja auch ganz geringe Stops. Hier rein, Stop da oben rüber. Demnach dürfte man raus sein. Mike, das musst du mir am Freitag mal erklären. Übrigens für die, mit denen wir uns am Freitag verabredet haben, wir werden uns von 14:45, 14:30 ungefähr bis um 5, also 2, 2,5 Stunden, werden wir uns mit Multipro FX befassen und mein Zug geht dann um 8:30 wieder zurück. Mike und Jens, wenn ihr da seid, ich habe für uns einen Tisch reserviert. Schwierig, ne? Sich hier zurechtzufinden. Die Unsicherheit, die wir hier haben, kommt logischerweise auch daher, dass der außerbörsliche Handel am Freitag und am Montag stattgefunden hat. Und dadurch haben wir natürlich etliche Gaps zu verkraften. Unser Multipro hat noch gar kein Signal gebracht heute. Ich kenne mich da auch nicht aus. Also wir können irgendwo eine Kleinigkeit essen gehen und wir werden danach da nicht bei Igor R. uns an Tresen setzen und einen Cocktail trinken.
Vielleicht telefoniere ich auch vorher mal mit ihm, er kommt da aus der Ecke. Vielleicht kann er uns eine Empfehlung geben, wo wir vorher eine Kleinigkeit essen können. Ich habe da ab 6 ungefähr einen Tisch reserviert. Hier halten wir die Füße still. Wir sehen genau diesen Bereich. Das hier spricht bei den Übergeordneten, bei den 5-Minuten-Händlern für Short. Das Ding hat hier nach unten sauber abgearbeitet, spricht eher wieder für Long. Und jetzt müssen wir abwarten, bis die Herren in den übergeordneten Charts auch eine Entscheidung getroffen haben. Wir wollen ja keine eigenen Entscheidungen beeinflussen. Wir wollen ja die mitnehmen, die die anderen getroffen haben. Wir schauen, was machen die anderen Händler, poolen uns dann da was raus, um dort ein Stück mitzuschwimmen. Lass die die Entscheidung treffen. Wir können sowieso nicht beeinflussen, dazu sind wir viel zu klein. Sondern wir müssen daraus lesen, was die machen könnten, welche Möglichkeiten die haben. Und wenn sie die haben, wie können wir die dann ausnutzen? Mehr geht im Moment nicht. Richtig, der Bruch von der 23, 24 hier unten wird es zeigen. Damit hätten wir auch das letzte Tief wieder kaputt. Damit hätten wir im ersten aktiven Handel ab 8 Uhr, alles davor ist ja, sag ich mal, nicht so relevant. Demnach wäre das die erste Abwärtswelle. Und wenn wir uns die jetzt nehmen, dazu haben wir ein Messwerkzeug. Shorties, Ufbas. Dann sind das 35 Punkte. Und wenn wir das jetzt verschieben auf das letzte Hoch, hätten wir das Ziel als nächstes unten bei der 109 glatt. Was diesem nächsten Zielbereich, den ersten hat er hier abgearbeitet, hat dann korrigiert, das wäre hier. Ne, ich nehme einen Kanal, das zeichnet sich besser, den können wir auch länger sehen. Demnach wäre hier unten der nächste Zielbereich für die Shorties. So. Wir haben zwar noch keinen Alarm, beziehungsweise der Short-Alarm noch gar nicht aufgehoben, wie ich gerade. Der ist ja noch aktiv. Da drunter, das Tief ist kaputt, darunter sollte man sich jetzt eine Short-Position suchen. Und dann Einstieg 24, Ziel hier unten die 12, das wären schon mal 12 Punkte, das wäre wieder das Tagesziel, sollte man auf jeden Fall schnell reagieren und hier unten aussteigen. Geht Christoph diesmal mit mir konform? Hier drunter Short zu gehen? Okay.
Christoph wartet jetzt auf die Korrektur. Nee. Das würde er gleich tun. Darunter, die Jungs haben jetzt den Vorteil, einen Stop nachzuziehen auf Break-Even. Übergeordnetes Ziel, die 06. Er ist durch die 24 durch, ist zurück, hat die auch bestätigt. Erstes Ziel, die 11, 12 hier unten, dieser Bereich, übergeordnet an der 06, ungefähr in diesem Bereich. Und dort sollte man vielleicht sogar darüber nachdenken, glatt zu stellen. Die Stop, diese Linie nehmen wir jetzt als Stop-Linie. Die bleibt genau da liegen, wo sie jetzt ist. Stop auf 24. So, die Jungs, die vorhaben, sich mit Multipro FX zu befassen, sollten sich vielleicht schon mal mit unserer App anfreunden. Die findet ihr im App Store beim Anbieter eures Vertrauens. Dort einfach nach forexpro-systeme.de. Nee, forexpro-systeme. Sorry, danke. Forex Pro-Systeme suchen, dort findet ihr unsere App, die könnt ihr euch schon mal runterladen, weil alle Signale, die wir senden, werden dann genau dort veröffentlicht. Kann man die jetzt schon sehen auf UFBAS? Das die Einstellung, die ich gestern gepostet habe. Ja? Das wollte ich ja gerade, deswegen habe ich gefragt. Mö? Ja? Dieses Kill Change. Forex Pro. Da. Genau. So ungefähr sieht richtig da recht. So ungefähr sieht die App aus, nur dass das Menü hier oben drin ist. Und dann gehen wir auf Multipro FX und hier werden immer die aktuellen Einstellungen gepostet, die wir morgens für unser Multipro FX wählen. Das heißt, wer vorhat, das zu buchen, die Anleitung dazu, wie man das macht, steht genau im Handbuch. So, diese Position dürfte gleich rausgekegelt werden. Was aber nicht heißt, wenn er hier jetzt zurückläuft, dass man sich nicht einen neuen Einstieg sucht, wenn eine Umkehrformation abliefert. Aber wir haben es 8.53 Uhr. Hast du eine Position gesucht? Gut. So, die ist durch.
Um 54 kurz vor 9. %50 korrigiert. Das hier war eine Nullnummer, Break-Even. Aber nichts passiert. Die meisten Fehler, die ja passieren, dass man nicht bereit ist, Break-Even zu ziehen. Oh, wir haben es ja schon 5 von 9. Okay. Spaßeshalber mache ich jetzt noch die Umfrage. Mal gucken, wer da heute was gemacht hat, weil es war ja nicht gerade einfach. Die Umfrage starten wir. Jetzt macht mal bitte kurz eure Häkchen und dann werden wir uns verabschieden bis heute Nachmittag. Es hält sich doch bei dem, ja, darf man ja nicht sagen, bei dem schwierigen Markt ja doch die Waage. Habt ihr meine Bestellung zum Jubi? Das habe ich wohl. Habe ich dich nicht freigeschaltet, Silvio? Fehlt irgendwas? Na komm, macht mal schnell eure Häkchen hier, damit wir uns dann verkrümeln können. Pause bis heute Nachmittag. Häkchen, los! Na, 30 Sekunden lassen wir es laufen. Wir haben es 55, jetzt Uffbass, jetzt kommen gleich die 9 Uhr Händler rein. Und der Euro läuft inzwischen in unser Ziel. Aus solch, was? Ja, auch solche Tage gibt es. Dann erkennt man auch den schwierigen Markt, dass genau so ein Ergebnis dann dabei rauskommt. 60% waren völlig unentschlossen, oh, knapp 60 haben nichts gemacht, 5% sind plus minus null, das sind die, die relativ schnell Break-Even ziehen, 15% haben immerhin Gewinne gemacht und 21% Verluste, da hat Junior kein Kreuz gemacht. Trotz seiner 7,5 Punkte. Okay, das soll es auch für heute früh gewesen sein, wir machen morgen früh weiter. In diesem Sinne verkrümeln wir uns jetzt erstmal bis heute Nachmittag. Sehen wir uns ja bei dem, mit dem einen oder anderen wieder. Silvio, schick mir bitte nochmal eine Mail dazu. Wenn ich irgendwas vergessen habe, dann holen wir das selbstverständlich bis heute Nachmittag nach. In diesem Sinne, euch einen schönen Tag. Bis morgen früh, beziehungsweise bis heute Nachmittag. Euer Skype-Trader Thorsten. Tschüss, tschüss und moin, moin.